Scheißhafte. 20.000 verloren. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Wir übertragen für Sie heute eine Division Rivals Partie. Es könnte ein Superspiel werden. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Da können Sie erstmal klären. Komm schon. Dembele. Goretzka. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Ecke kommt ins Zentrum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Da kommt er raus und hält den Ball. Bekommt den Ball technisch stark gemacht hier, auch unter Druck. Kanté. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Da gewinnt er den Zweikampf. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Er ist auf jeden Fall einer, der am Ball wirklich alles kann. Und ich glaube, das zeigt er uns auch heute wieder. Wir sind wieder Scheiß. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich gewinnen, werden. Gewinnen, ey. Ja, wird hier gut unterstützt. Der Verteidiger stört ihn. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Und Ferrati. Ferrati, klasse Aktion. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. No. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Achraf Hakimi. Kimpembe mit dem Ball. Ja, das könnte was werden jetzt. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Da wäre der Platz, um zu flanken. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Kanté mit dem Ballverlust. Bamba. Der Ball an den langen Pfosten. Gute Aktion. Ball ist raus. Wird das nichts. Vorteil. Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Ja, klasse Pass. Musa Dembele. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Aber dann verlieren sie den Ball. Keine Gefahr mehr. Ballgewinn, gefährliche Position. Oh, was für die Scheiße, ja? Dembele. Oh. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Jetzt der Vorstoß. Sie sind da, Ball wird geblockt. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Da stand der Assistent gut. Abseits.
Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Muss Einwurf geben. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Platz für die Flanke. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Ballverlust Lions. Schönes Dribbling hier. Klasse Tackling. Di Maria. Die Lions im Angriff. Es gibt hier Einwurf. Goretzka. Macht er gut hier. Angriff der Lions auf außen, da ist Platz. Di Maria. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Sie bringen den Ball in die Mitte. Da können Sie erstmal klären. Ja, richtige Entscheidung. Da erst zu schauen, ob sich da ein Vorteil entwickelt, war nicht der Fall. Also gibt es jetzt Freistoß. Benjeda. Ramos geht da drauf. Gute Balleroberung hier. Schwache Aktion, Ballverlust. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Ach, Scheiße. Da setzt er sich gut durch. Keine gute Aktion. Vorne der Ballgewinn. Super Parade von Keylor Navas. Das war nicht leicht aus dieser Entfernung. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und Ferrati. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Dembélé. Ganz energischer Einsatz. Sie holen sich den Ball. Coman, Ballverlust. Da stand er gut und gibt Freistoß. Niemand kann ihn aufhalten, gutes Dribbling. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Das muss natürlich Freistoß geben. Klares Foul. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Wissam Ben Yedder. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen.
Gott. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Er spielt den. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Nach der mündlichen Ermahnung, jetzt also gelb. Das war natürlich nicht sonderlich clever, hier dann trotzdem so reinzugehen. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Schönes Dribbling hier. Ja, jetzt hat er den Ball dann doch verloren. Muss Einwurf geben. Burak Yılmaz. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Machen sie jetzt gut die Balleroberung. Moussa Dembélé. Da muss er hin und holt sich den Ball. Bamba erkennt, vielleicht ist der Platz auch außen. Chance zum Anschlusstreffer. Er pfeift, Elfmeter. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb, das ist schon eine Überraschung. Jetzt können sie auf ein Tor Rückstand verkürzen. Sie verwandeln diesen Elfer. Das ist die Wiederholung. Und wir sehen es. Genauer kannst du den nicht in den Winkel setzen. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Ballverlust von Sergio Ramos. Super Pass jetzt. Spiel geht mit Einwurf weiter. Amavi. Nicht im Aus. Gut gemacht. Das könnte gefährlich werden. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Er geht klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Die Lions mit einem Angriff. Burak Yılmaz. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Di Maria. Flanke kommt rein. Nee, der Ball ist erstmal weg. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Jetzt können sie es entscheiden. Ben Yedder ist der Torschütze. Wer denn auch sonst? Natürlich macht er die Tore. Die schönen Tore, die wichtigen Tore. Auch das hier ist natürlich eine klasse Aktion. 3-1 heißt es also jetzt. Und klasse durchgesetzt. Da ist die Flanke. Da kann er erstmal klären. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang. Gute Aktion. Dembélé. Der Befreiungsschlag. 4 Minuten bleiben hier noch. Bamba. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit.
Zwei Minuten sind's noch. Sergio Ramos mit dem Ballverlust. Und Ferrati. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und da kann er klären. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Zwei Tore Niederlage also am Ende. Nicht das, was sie sich erhofft hatten. Vorne kam zu wenig. Hinten immer wieder unerklärliche Lücken. Und dann gehst du am Ende unter. Das mussten sie heute wieder erkennen.
Thank you.
Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Heute übertragen wir für Sie eine Division Rivals Partie. Die Rockets gegen die Lions. Da sind zwei Mannschaften, Wolf, die kennen den Begriff Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. Guter Körpereinsatz hier. Die Rockets jetzt. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Jetzt ist es gefährlich. Ja, warum denn nicht? Man muss auch mal aus der Distanz was versuchen. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Mit Auge. Da werden jetzt viele fragen, war das wirklich abseits? Ah, ich denke schon, Wolf. Das ist die korrekte Entscheidung, auch wenn es natürlich eine harte Entscheidung ist. Amavi. Da ist Sergio Ramos. Das ist Sergio Ramos. Buragirmas kann es machen. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Guter Steilpass hier, macht er gut. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen, der hat ja kaum was gestimmt. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Bamba. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Der Schiedsrichter entscheidet erst auf Vorteil, aber der hat sich nicht ergeben. Also dann klar Freistoß. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. Das muss der Ausgleich sein. Der geht nicht rein. Super Chance. Was für eine Szene. Dembélé. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Er sucht die entscheidende Lücke. Energischer Zweikampf. Geht mit Eckball weiter. Ecke kommt in die Mitte.
Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Ramos passt auf, sehr gut gemacht. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Und nun Pogba. Dembélé ist das jetzt. Pogba. Tanguy Ndombele. Rashford. Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele. Ey, Alter. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Gut verteidigt. Keine guten Ballbesitzzahlen bei den Lions, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Und Pogba jetzt im Zweikampf. Vielleicht der Ausgleich. Tanguy Ndombele. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Verratti. Di Maria hat den Ball. Angel Di Maria. Klasse Chance jetzt. Der Ball geht an den Pfosten. So ein Scheiß. Ja, da hätten sie weiter davonziehen können. Es war viel Pech dabei. Ball landet am Aluminium. Das Ding hätten sie gerne mitgenommen. Burak Yilmaz. Super durchgesetzt. Er ist zur Stelle. Schöne Aktion. Sie lassen den Platz für die Flanke. Jetzt ist es vorbei. Schlecht verteidigt. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Gibt's den Applaus. Ganz alleine. Klasse gehalten, das war nicht einfach. Wird Ecke geben. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Da ist der Ball erstmal raus. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Burak Yilmaz. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Neuer Held. Klasse gemacht! Burak Yilmaz. Was ist das hier? Foul, obwohl er schon gelb gesehen hat. Und damit hat er Feierabend. Zweite gelbe, gelb-rot. Ja, dann hätte er sich einfach mehr zurückhalten müssen, Wolf. Er wusste doch, dass er sich nichts mehr erlauben darf. Gute Reaktion vom Torwart. Kein Tor. Ordentlicher Versuch, aber der Keeper ist da. Keine gute Aktion vom Torhüter. Ist es das? Alter, was ist denn Torwart, ja? Doch noch die Parade. Ich glaube, da wird er erstmal durchpumpen. Aber was war das denn für eine Unaufmerksamkeit? Das kennt man gar nicht von ihm. Wir gehen in die Pause in diesem Spiel, Buschi, und über den Platzverweis müssen wir nochmal reden. Ja, letzten Endes bleibt dem Schiri da keine andere Wahl. Für mich war das die richtige Entscheidung und sie sollten das jetzt abhaken. Es ist immer noch alles drin. Die Pause ist zu Ende. Es geht weiter. Die Rockets sind hinten. Martial. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Die Chance auf den Konter. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter.
Und er pfeift dann doch noch ab. Genau richtig reagiert, denn aus dem Vorteil wurde doch nichts. Jetzt könnte er flanken. Könnte der Ausgleich werden. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und jetzt die Maria. Die Chance hier. Er hält diesen Ball. Sensationell. Alter. Kommst du gar nicht durch, ja, wunderbar. Jetzt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Sie können kontern. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Martial. Hernandez. Pass wieder zu Martial. Das muss es sein. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Di Maria. Di Maria, den muss er machen. Super. Chance lebt noch. Keine gute Phase, immer noch der Rückstand und die Fans merken, hier muss sich was tun. Nun Ramos am Ball. Bamba. Die Lions im Angriff. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, weg ist der Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Dembélé. Schön zugemacht, sie unterbinden diesen Angriff. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Burak Yilmaz. Ein guter Block hier. Da ist der Ball jetzt weg. Burak Yilmaz. Also das war nicht ein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Dembélé. Ja, das sieht gut aus. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Ramos kann klären nach der Ecke. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Da ist Platz für den Konter. Schön vorbeigekommen. Oh, immer noch gefährlich, aber abgefiffen. Abseits. Da fällt der Abwehr ein Stein vom Herzen. Das war eine ganz, ganz enge Geschichte. Platz auf dem Flügel für die Rockets. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Pogba fängt diesen Pass ab. Di Maria. Gute Chance für eine Flanke. Das gibt der Elfmeter. Noch eine schlechte Nachricht für die Mannschaft. Ja, dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das Ganze noch schlimmer werden. Jetzt können sie die Führung erhöhen. Und er macht den Elfer. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen. Wo steht denn das war heute ein ehrliches Drehbereich. Sehe ich auch so immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten. Die kannst du dir in so. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Geht nicht rein. War natürlich eine Riesenchance. Da müssen sie mehr draus machen. Unfassbar. Ballverlust der Rockets. Ferrati. Da macht er. Was macht der?
was das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Er zieht all seine Wechseloptionen auf einmal. Das sieht man auch nur sehr selten. Stark verteidigt. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Cavani, ganz energisch. Da sind sie wieder, Tor. Sie kommen wieder mitten rein in dieses Spiel. Nur noch eins. Jetzt bin ich gespannt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:2. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Unglaublich Parade. So, also der Trump, ja, was soll. Verratti. Oh, viel Platz jetzt. Nee, drüber. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Fritz. Kein Tor gibt's doch nicht. Es ist abseits. Wir schauen rüber an die Seitenlinie. Fahne kam sofort. Klare Entscheidung. Und ich denke, es ist die absolut korrekte Entscheidung. 6 Ramos mit dem Ballverlust. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Das ist die Chance. Kein Problem hier. Das Tor macht er ganz abgeklärt.